Wachstum. Wachsen gehört zum Leben dazu. Aus einem einzigen Samenkörnchen kann ein ganzer Baum entstehen. Oder wenigstens eine hübsche Blume. Und vielleicht sogar eine Fritte. Boah, guckt mal. Der ganze Boden ist weggeplatzt. Boah. Bestimmt von der Hitze neulich. Und jetzt guckt da ein Blümchen raus. Weil es nach der Hitze geregnet hat. Oh. Hä, wie wär's, Leute? Wir füllen Erde auf. Und pflanzen noch mehr Blumen. Oh, wie toll. Wir kriegen ein Beet. Toll. Ich will eine Frittenpflanze. Hä? Oh Mann, du meinst eine Kartoffel. Wachsen an Kartoffeln Fritten? Oh, Fritten werden aus Kartoffeln gemacht. Kartoffel kommt eigentlich vom italienischen Wort für Trüffel. Das wiederum abgeleitet ist... Danke, Oskar. Hauptsache, wir pflanzen hier alle zusammen viele Blümchen hin. Ups. Aua. Ey, Leute, haltet euch mal ein bisschen ran. So viel Arbeit nur für ein paar Blümchen? Falsch. Das werden sehr viele Blümchen. Für ganz wenig Arbeit. Rechts, Mann. Das andere rechts, Mann. Ups. Die Kartoffel kriegt ihre eigene kleine Ecke in der Ecke. Cool. Und einen Namen wie im Supermarkt. Minola. Und das wird ein buntes Blumenbeet. Hoffentlich gibt's viele gelbe. Gut. Und jetzt ist die größte Tugend des Gärtners gefragt. Appetit? Geduld. Hast du gehört, Minola? Wir brauchen Geduld. Da, meine Pflanze hat ein voll krasses Knöpfchen. Werden die jetzt gelb oder rot? Irre. Da steckt man so ein Körnchen in die Erde. Und nur mit etwas Hege und Pflege. Und liebevoller Zuwendung wird was Wunderschönes draus. Das ist das Wunder des Lebens. Rein biologisch betrachtet ist es bloß... Danke, Oskar. So min. Wachsen Fritten an der Kartoffel jetzt oben oder unten? Oder wo? Oh nein. Voll krass, Leute. Oh, wie gemein. Das ist so schrecklich. Wer war das? Man sieht keinerlei Fußspuren. Nur in der Minola ist nichts passiert. Vielleicht waren es doofe Leute. Oder ein Wirbelsturm. Klar, oder Außerirdische. Und jetzt, Leute, der Sommer ist schon viel zu weit fortgeschritten, um jetzt noch neue Samen zu säen. Dann müssen wir eben vorgezogene Pflänzchen im Blumenmarkt kaufen. Sonderangebot. Was für ein Glück. Das ist das letzte Tablett. Weg da, Rotkopf. Hey! Sag mal! Unverschämtheit! Jo, das haben wir gleich. Samida? Hallo? Entschuldigung? Was? Sie haben unsere Blümchen, Mann. Das sind jetzt meine Blümchen. Zwerg. Jo, dachte ich mir. Samida? Aua! Jetzt sind's wieder unsere Blümchen. Eigene wären schöner gewesen. Aber die hier sind auch toll. Und richtig wachsen tun sie auch noch. Die Minola hat noch keine einzige Fritte. Merkwürdig, dass ausgerechnet Minola verschont geblieben ist. Hoffentlich kommt nicht wieder was an die Pflänzchen dran. Schon wieder. Och nee, das gibt's doch nicht. Mann, wer macht denn sowas? Bis auf die Minola. Jetzt reicht's. Wir legen uns heute Nacht auf die Lauer mit ein paar Blümchen als Lockvögel. Hast du Schiss? Nee, ich hab Hunger. Hol dir doch ein paar Fritten von der Minola. Da hat's geraschelt. Die Taschenlampe. Ja, doch nicht mich. Dahin. Ich werd verrückt. Hörst du auf? Boah, dich fang ich. Ha, ich hab's, juhu. Das ist doch die alte Mütze von Checker. Weißt du noch, wie er die im letzten Winter gesucht hat?
Aber fast hatte ich es. Und jetzt wissen wir, wo es wohnt. Oh weh, oh weh. Wo ein Karnickel wohnt, da wohnen viele. Oh, sind die süß. Süß? Ha, das sind doch die Übeltäter, die unsere Blumen gefressen haben. Ja, aber die haben doch nur Hunger. Tja, aber jetzt ist Schluss. Die Blumen sind alle futsch. Aber was sollen die dann fressen? Da bleibt nur eine Möglichkeit. Jetzt haben wir statt einem Garten einen eigenen Karnickelbau. Das ist fast wie ein Zoo. Und hoffentlich hält die Minola so lange durch, bis Fritten an ihr wachsen. Keine Sorge, die Minola wurde nicht gefressen, weil Karnickel an Kartoffeln nicht rangehen. Wollt ihr auch wissen, warum? Nein. Ist ja gut. Aber was machen wir jetzt mit der Blumenecke? Wir pflanzen einfach mehr Minolas. Ja. Super. Man kann etwas hegen und pflegen, damit es wächst. Aber ob das nun Kaninchen oder Blümchen sind, am Ende ist das eigene Leben dadurch viel lebendiger als vorher.